Henrik Brumm vom Max-Planck-Institut Seewiesen kennt diese Phänomene. Er ist Experte für Vogelgesänge in Großstädten und erforscht, wie sich Vögel mit dem Lärm der Stadt arrangieren. Der zunehmende Lärm der Umwelt, vor allen Dingen in Städten, macht es für viele Arten immer schwieriger, miteinander zu kommunizieren. Einige Arten haben sich an die Stadtbedingungen angepasst, aber andere, weniger anpassungsfähige Arten, werden auf Dauer sicher Probleme bekommen. Henrik Brumms und andere Studien belegen, die Sounds der Großstadt spalten die Vogelgemeinde. Einige Arten halten es einfach nicht aus. Man hat zum Beispiel herausgefunden, dass der Artenreichtum an stark befahrenen, lauten Straßen drastisch abnimmt. Und das trifft vor allen Dingen Vogelarten, deren Gesang akustisch vom Verkehrslärm überdeckt wird. Die, die bleiben, ändern ihren Tagesablauf. 4:30 morgens in der Stadt. Die meisten Menschen schlafen noch, aber nicht die Vögel. In Städten beginnen viele Vögel besonders früh morgens zu singen. Das hat zum einen mit den vielen künstlichen Lichtquellen in der Stadt zu tun, zum anderen aber auch mit dem Lärm, dem die Vögel dadurch ausweichen, dass sie besonders morgens oder vielleicht sogar mitten in der Nacht anfangen zu singen. Auf dem Land ist dagegen alles beim Alten geblieben. Stille. Das Vogelkonzert beginnt erst mit dem Morgengrauen. In der Stadt schwillt der Lärm am Morgen dagegen rasant an. Vögel, die sich hier erfolgreich vermehren wollen, müssen sich noch mehr einfallen lassen. Früher singen alleine reicht nicht. Henrik Brumm hat 2 Jahre lang Vogelgesänge in lauten und ruhigen Gegenden aufgezeichnet und ausgewertet. Sein Ergebnis? Um von Artgenossen gehört zu werden, singen Stadtvögel lauter. An dieser Abbildung kann man deutlich sehen, dass die Nachtigallen in lauten Gebieten auch deutlich lauter singen als die Tiere, die in leisen Gegenden sitzen. Dieser Vogel hier unten, gelb markiert, der hatte sein Revier im sehr grünen Vorort. Das ist sehr ruhig und das Tier singt deswegen auch leise oder kann leise singen. Aber dieses andere Tier hier, das sitzt in der Mitte zwischen einer Autobahn und einer S-Bahn-Trasse. Und dieser Umweltlärm zwingt die Nachtigallen dazu, eben besonders laut zu singen. Und da werden schon mal Werte von 90 Dezibel oder mehr erreicht. Und das entspricht ungefähr dem Lärm, den eine Kreissäge in 1 Meter Entfernung produziert. Doch das sind noch nicht alle Tricks der Stadtvögel. In einer laufenden Studie über das Gesangsverhalten von Kohlmeisen untersuchen die Vogelkundler aus Seewiesen eine dritte Anpassungsstrategie. Diese Kohlmeisen wurden per Hand aufgezogen und haben ihren Gesang vom Tonband gelernt. Dabei wurden zusätzlich verschiedene Arten von Verkehrslärm eingespielt. Lastwagen und Autos dröhnen meist in tiefen Frequenzen. Wir machen das Ganze, weil Forscher herausgefunden haben, dass überall in Europa und auch in Nordamerika die Vögel in den Städten hochfrequenter singen als auf dem Land. Und jetzt wird vermutet, dass das eine Anpassung an den Lärm ist und dass die Vögel sozusagen über den Lärm hinweg singen mit ihrem hochfrequenten Gesang. Früher, lauter und höher singen, das sind die wichtigsten Überlebensstrategien der Stadtvögel. Bislang. Mancher Vogel nutzt die Klänge der menschlichen Mitbewohner aber auch als Quelle der Inspiration. Will dieses Amselmännchen mit dem Weckeralarm eine Partnerin verführen? Oder ist das einfach nur eine weitere Stufe der Anpassung, an die wir uns gewöhnen müssen? Also grundsätzlich ist der Lärm erstmal ein Problem für die meisten Vogelarten. Einige können insofern Nutzen daraus ziehen, als dass sie Geräusche aus ihrer Umwelt in ihren Gesang einbauen können. Man hat zum Beispiel herausgefunden, dass Stare und Amseln Handyklingeln imitieren können. Und für viele Vögel macht das auch Sinn, weil größere Gesangsrepertoire, also vielfältiger Gesang, den Vögeln Vorteile bringt bei der Partnerwahl und der Revierverteidigung. Ob Mensch oder Tier, den Großstadtbewohnern bleibt nichts anderes übrig, als sich anzupassen und den Lärm auf ihre Art und Weise zu bekämpfen. Ein Vogel, der zwitschert wie ein Wecker und mein Wecker, der zwitschert wie ein Vogel. Irgendwie eine verrückte Welt, oder? Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ess wie Sonntag, Babywissen. Tschüss! Aus! Sonne, Wolken, Regenschauer. Wie wird das Wetter? Modernste Technik soll helfen, das vorauszusagen. Aber trotzdem gibt es gerade im Sommer immer wieder gewaltige Starkregen, ohne jede Vorwarnung.
wie Gewitterjäger dagegen vorgehen und was wirklich dran ist an den alten Bauernregeln. Nächstes Mal in W wie Wissen. Essen-Karnap. Ein Stadtteil wie viele in Deutschland. Ein Stadtteil mit vielen Arbeitslosen und vielen Migranten. In Karnap hat sich einiges verändert in den vergangenen Jahren. Immer mehr Deutsche sind weggezogen. In der Hauptschule gibt es nur noch wenige deutsche Schüler. Sie sind mittlerweile in der Minderheit. Der traditionelle Islam prägt auch das Bild der Schule. Es ist schwieriger geworden für deutsche Schüler. Brigitta Hollfort arbeitet seit 27 Jahren als Lehrerin an der Karnaper Hauptschule. Als sie damals anfing, träumte sie von einer großen Gemeinschaft. Türkische und deutsche Kinder waren Freunde und sie unterrichtete gern. Das ist lange her. Seit die Religion den Schulhof erobert hat, ist alles anders. Die deutschen Schüler ziehen sich zurück, die muslimischen Jugendlichen bleiben unter sich. Um 8 Uhr beginnt der Unterricht. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Die Lehrerin auf dem Weg in ihre Klasse. Die 10b ist in mehrfacher Hinsicht eine Ausnahmeklasse. Hier sind immerhin noch die Hälfte der Klasse deutsche Schüler und es ist die beste Klasse der Schule. Die meisten haben eine echte Chance, den Realschulabschluss zu schaffen. Dennoch bleibt für Brigitta Hollfort die tägliche Herausforderung, irgendetwas finden, was ihre Schüler motiviert, am Unterricht teilzunehmen. Heute geht es um den eigenen Stadtteil. Was wissen die Schüler von ihrer Umgebung? Wie gut kennen sie Essen-Karnap wirklich? Die Nachzügler, bei denen mal wieder der Wecker versagt hat, kommen schließlich auch noch. Zuerst, wenn man reinkommt, heißt es, morgen, entschuldigen Sie, ich habe den Wecker nicht gehört. Okay, schaffst du das mal so? In den vergangenen Jahren sind viele neue Probleme aufgetaucht, die den Alltag für Brigitta Hollfort verändert haben, die es ihr oft schwer machen, noch zu unterrichten. Seit die deutschen Schüler in der Minderheit sind. Einer von ihnen ist Sebastian. Er fühlt sich von seinen muslimischen Mitschülern gemobbt. Julia dagegen hat einen muslimischen Freund. Sie ist zum Islam konvertiert. Die anderen deutschen Mädchen bleiben lieber unter sich und suchen keinen Kontakt mehr zu den arabischen und türkischen Mädchen. Es gibt wenig, was die beiden Cliquen verbindet. Alle müssen 10 Minuten Arbeitszeit. Zori ist Kurde und überzeugter Moslem. Er will unbedingt seinen Abschluss machen und ist Schulsprecher. Habt ihr die extra aufgeschrieben, die Skaterbahn? Prima, das ist nämlich ganz wichtig, ja. Sherin ist Libanesin und versteht sich als eine der wenigen auch mit Deutschen ganz gut. Ein ist Mitte, ja. Kann man schwimmen. Man kann da auch Sauna und so. Prima. Und 2 Moscheen haben wir hier auch. Nur die muslimische beten gehen. Ja, und kannst du Koran und so lesen. Da können auch die Jugendlichen Freizeit verbringen. Also, da gibt's. Also es ist nicht nur ein Gebetsraum, sondern ein Treffpunkt für die Gemeinde. Ja. Gibt's auch einen Tipp? Einfach wird es nicht, die Schüler zu einem Abschluss zu bringen. Die fehlenden Sprachkenntnisse, vor allem der Migrantenkinder, sind ein großes Problem. An der Karnaper Hauptschule gibt es 156 Schüler. 70% von ihnen kommen aus muslimischen Familien. Gemeinsamkeiten zwischen den verschiedenen Gruppen gibt es so gut wie keine. Im Klassenzimmer sind die Schüler noch zusammen, doch auf dem Schulhof ist jede Clique unter sich. Die türkischen und arabischen Mädchen auf der einen Seite, die muslimischen Jungs auf der anderen.
und die wenigen deutschen Kinder am Rande des Schulhofs. Die Ausländerzahl ist hier schon mehr. Ja. Wie ist es denn für dich? Ja, einerseits ja, also halt, wir halten uns zurück und ja, die sind ja auch meistens an ihren Stellen mit ihren Leuten. Man versteht sich halt besser. Warum? Ja, man redet so auf der Sprache, von der Muttersprache und so. Mhm. Dann versteht man sich auch besser und versteht mehr Spaß. Für mich ist es so, ich kann mich mit türkischen, meinen türkischen Freunden besser verstehen. Also zum Beispiel, wenn ich so deutsche Freunde habe auf dieser Schule, wenn ich meine Meinungen sage, dann sagen die, nee, das stimmt gar nicht und so, weil wir aus zwei verschiedenen Kulturen kommen. Ja. Wenn wir halt besser sind als die Ausländer, dann beschimpfen die uns gleich und verstehen das nicht, warum wir halt besser sind. Die akzeptieren das einfach nicht, dass jeder seine Fähigkeiten hat oder halb keine Fähigkeiten und ja, und dann werden die halt meistens brutal und sagen, wir sind Streber, wir schummeln bei Testen, was gar nicht stimmt. Sowas kommt schon oft vor, schon seit der 5. Klasse, dass man hier als Nazi beschimpft wird oder sonstiges, obwohl man nur seine Meinung sagt und sie eigentlich nicht diskriminierend ist. Rückzug. Dafür haben sich die deutschen Mädchen entschieden. Auch Sebastian hält sich zurück, ist vorsichtig geworden. Der 16-Jährige sieht darin die einzige Möglichkeit, der Gewaltbereitschaft zu entkommen. Sebastian ist oft von seinen muslimischen Mitschülern verprügelt worden und hat es aufgegeben, die Probleme mit Gesprächen zu lösen, erzählt er. Helfen ist schwierig, auch für seine Mutter Anita. Die Kinder schlagen sich auf dem Schulhof und meistens, wenn man hinschaut, ist es, ja, wie soll man es sagen, in der Unterzahl. Die deutschen Kinder meistens, die dann dem Druck ausgesetzt sind. Und das habe ich auch am eigenen Leib erfahren. Beim Sebastian jetzt an der Klasse musste ich auch sehr oft zur Schule, weil er sich verteidigen musste, weil es da sehr böse zugegangen ist. Er wurde mit dem Stuhl geschlagen, nur weil er keinen Platz gemacht hat. Und das ist schon krass. Die Lehrer erleben es ähnlich. Rafik Sukari stammt aus dem Libanon. Er lebt seit 19 Jahren in Deutschland und unterrichtet an der Kanapa-Hauptschule Arabisch. Ute Brünn ist Sportlehrerin. Rafik Sukari fühlt sich in Deutschland wohl. Er mag die Deutschen. Mit dieser Einstellung allerdings unterscheidet er sich von den meisten seiner Schüler. Seine Erfahrung, die Deutschen sind nicht besonders beliebt. Ich frage manchmal, was meinst du für die Deutsche? Ich glaube, wir haben die Gefahr. Die Herr Sukari, die Deutsche sind scheiße. Habe ich gesagt, nein, diese Worte, wir können nicht benutzen. Du bist in Deutschland und wie kommst du alles von Deutschland? Deine Klamotten von Deutschland, deine Essen von Deutschland. Aber was hat die Aria, diese Sache, hat gesagt, aber sie mag uns nicht. Ich sage, nein. Warum? Sie mag dich nicht. Sie mag dich. Für diese Gruppe bekommst du so viel vom Deutschen. Mein Arabischlehrer hat das auch versucht, hin und wieder die Schüler ein bisschen toleranter zu erziehen. Und ich hatte dann hier Elternbeschwerden. Der Arabischlehrer möge doch bitte seinen Arabischunterricht machen und sich nicht in religiöse Dinge einmischen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Eine Frau, eine Mädchen bei mir, die 8. Klasse, sie kam zu mir mit einem Kopftuch. Und hallo Aisha, was gibt dir, Herr Sukari, habe ich ein Kopftuch. Das, deine Entscheidung oder die Entscheidung von deinen Eltern? Sie hat geweint. Ich sag mal, Aisha, was gibt? Ich, Herr Sukari, ich möchte nicht ich. Aber mein Vater hat, du musst machen, deine Schwester hat. Die Eltern, sie haben gehört, die Geschichte. Sie waren bei mir, hier in der Klasse. Und haben sie, Herr Sukari, warum sie reden Sie mit unserer Tochter? Der muslimische Glaube hat die Schule erobert. Neu ist, dass strenge Sitten und Gebräuche auf einmal zum Alltag gehören. Das gab es bis vor wenigen Jahren noch nicht. Religion und die Ablehnung der Deutschen, das waren keine Themen. Mehr und mehr muslimische Schüler berufen sich wieder auf ihre Kultur, als einzig lebbares Modell. Besonders für die arabischen Mädchen ist ein freies Leben in den meisten Fällen nicht vorgesehen.
die bewegen sich ja auch nur in ihren Kreisen. Selbst untereinander dürfen die Mädchen sich ja nicht besuchen. In den Ferien sind sie immer ganz isoliert. Die sind dann nur zu Hause. Die sind froh, wenn sie in die Schule kommen lassen. Vor allen Dingen die arabischen Mädchen sind froh, dass sie hier sein können. Nicht um zu lernen, aber um einen sozialen Treffpunkt zu haben. Aber sie rebellieren nicht dagegen. Ganz im Gegenteil, das bekommt so einen Heiligenschein. Das ist, wir sind ja besser, weil wir das machen. Die Folgen, das Klima an der Schule hat sich massiv verändert. Anastasia kommt ursprünglich aus Russland, lebt aber seit sie 3 Jahre alt ist in Essen. Mit den muslimischen Mädchen hat sie schon lange Probleme. Bei Konstanze Steimel kann sie sich aussprechen. Die junge Frau kümmert sich an der Schule vor allem um die Eltern. Die libanesischen Mädchen, die versuchen uns runterzumachen. Die versuchen sich aufzuplustern, sich vor uns zu stellen, zu zeigen, sie haben die Macht, sie haben das Wort. Wenn die sagen, halt die Klappe, müssen wir die Klappe halten. Weil die einfach nur denken, ach, wenn ich dann ein Widerwort wiedergebe und die wieder was sagen, im Endeffekt ist das ja auch so, dann stehen da nicht nur einer, sondern 10 von denen und man steht alleine als deutsches Mädchen da. Aber ihr seid ja eh nicht so viele deutsche Mädchen in der Klasse, ne? Wir sind ja drei deutsche Mädchen. Ja. Und das sage ich ja, früher hat man sich dann auch versucht zu wehren. Mittlerweile ist das, überhört man das einfach. Das nimmt man einfach nicht mehr wahr, weil man sich einfach daran gewöhnt hat, schon nach einer Zeit, nach den 2 Jahren, die ich hier drauf bin. Aber die versuchen doch auch immer wieder Sachen von dir rauszukriegen. Ja, wie das bei dir funktioniert, wie du hast einen Freund, den hast du ja wohl hier an der Schule kennengelernt. Ja, ich denke mal, für die ist das auch anders, weil die werden ja so gesehen, die werden ja gezwungen zu heiraten. Dem wird ja einer hingestellt und gesagt, er findet dich toll, den musst du nehmen, ob du willst oder nicht. Und bei uns ist das ja halt so, sag ich mal, in der Kultur, man darf sich ja den Jungen aussuchen, den man haben will oder den man halt gerne hat. Ja, klar. Das ist schon... Und das Thema Sex ist aber durchaus auch eins, ne? Also das ist dann immer so, und mit was verhütest du und warum nimmst du die Pille und wie oft hattest du das schon? Da kann man auch fragen und ja, halt, wie, Mädchen, tut das weh und wie war das erste Mal? Und da sind so Sachen, wo ich mir dann einfach nur so denke, so... Das aber, ich meine, ihr seid nicht befreundet, ne? Also nee, man muss sagen, das ist schon eine ziemlich intime Frage, die würde ich jetzt nicht irgendwem auf dem Flur mal eben stellen. Ja, ich stelle mich ja nicht hin und sage, boah, gestern, hat das mal wieder Spaß gemacht? Das ist ja nicht so, dass ich da gerne jeden auf der Nase bin, weil das ist irgendwo was Privates. Also die sind schon so, dass sie wie die Rotte auf dich zukommen und sagen, jetzt erzähl aber das auch noch. Ja, ich meine, für die ist halt ja jetzt so wie, ach, nach 10 werde ich eh verheiratet, krieg ein paar Kinder und gut ist. Und das war es ja für die. Und sagen die das? Die sagen das nicht, die verleugnen das natürlich, aber uns ist halt, den Lehrern ist das ja auch bewusst. Ja, aber es gibt nicht ein Beispiel, was du kennst von den libanesischen Mädchen, dass es irgendwie so ansatzweise so einen freundschaftlichen Kontakt zu einem deutschen Mädchen sucht? Die Shirin aus der CMB. Ja, die ist aber auch total anders. Die Erfahrungen, von denen Anastasia berichtet, sind Konstanze Steimel nicht fremd. Freundschaften zwischen deutschen und muslimischen Mädchen sind die Ausnahme. Zu unterschiedlich sind die Lebensweisen. Anastasia und Shirin haben sich von Anfang an gemocht. Die Freundschaft der beiden wollten allerdings viele libanesische Mädchen verhindern. Anastasia war ihnen ein Dorn im Auge. Mit Deutschen ist man nicht befreundet. Wir haben uns ja kennengelernt und so. Ja, und dann waren wir halt immer miteinander zusammen und ich habe mich ja mit den anderen Libanesen gut verstanden. Und wo wir uns dann halt immer zusammen gesehen haben, dann sind die gar nicht zu uns gekommen und so. Aber dann jetzt, wenn ich jetzt nicht mal da sein sollte oder so, habe ich irgendwie mitgekriegt, dass sie immer zu der hingegangen sind und so. Ja, aber dann bin ich auch... Was haben sie dann gemacht? Ja, halt so irgendwie angesprochen, dumme Sprüche rausgelassen und so. Ja, und dann bin ich halt wieder immer zu denen immer wieder hingegangen, bis sie dann irgendwann aufgehört haben, habe ich auch mit denen gesprochen. Da habe ich gesagt, hört auf damit, und die hat euch gar nichts gemacht. Ja, und haben die auch irgendwann aufgehört. Das ist für mich ein Ausnahmefall, die Shirin. Findet man nicht überall, ich denke mal nicht auf jeder Schule sowas. Ich habe da auch immer für die Probleme von der Mitschüler gelöst und da meinten die anderen Libanesen so, ja, warum machst du das und so, du hättest immer zu den Deutschen und keine Ahnung was. Habe ich gesagt, ja, Deutschen sind auch Menschen, also wenn ich jetzt zu denen halten würde, zu euch ist das Gleiche, also es ist kein Unterschied bei mir und so. Ja, haben die sich immer irgendwie ganz Libanesen zusammengetan. Ich hatte auch mal Streit mit den Libanesen gehabt. Ja, aber dann hat sich das auch wieder gelöst. Zohri trifft sich nach der Schule oft mit seinem Freund Maslum.
Die beiden Kurden verbringen viel Zeit miteinander. Sie gehen am liebsten chillen. Deutsche Freunde haben die Jungs keine. Guck mal, der haut direkt auf Kacke, Alter. Extra. Zori ist in seinem Freundeskreis eine Ausnahmeerscheinung. Kaum einer hat die Schule geschafft. Seine Chancen auf den Realschulabschluss aber stehen gut. Am liebsten würde der 16-Jährige danach sein Abitur machen und studieren. Die wenigsten muslimischen Jungs haben so viel Bildungsehrgeiz. Zori und Maslum gehen gerne boxen. Manchmal schauen sie auch nur vorbei, um ihre Freunde zu treffen. Beim Boxen können sich die Jungs abreagieren, aber auch Muskeln trainieren. Gutes Aussehen und Körperpflege ist den muslimischen Männern sehr wichtig. Es gibt nur wenige Deutsche, die im Boxkeller vorbeischauen. Man ist auch hier lieber unter sich. Unter Männern ohne Mädchen. Die müssen zu Hause bleiben. Die Mädchen sind wirklich, wie soll ich sagen, nicht so frei wie wir. Das ist halt keine Wahrheit. Ja, natürlich. Ich freue mich. Wir haben einfach mehrere Freiheiten. Also wir können zum Beispiel abends hier hinkommen, ein bisschen trainieren, boxen, dies, das. Und ich glaube kaum so, dass ich meiner Schwester erlauben würde, abends irgendwie noch irgendwie trainieren zu gehen oder joggen zu gehen. Das Leben vieler muslimischer Mädchen in Deutschland ist geprägt von den Gebräuchen ihrer Heimat. Kontakt zu Deutschen lehnen sie oft ab. Vor wenigen Jahren noch wäre das undenkbar gewesen. Der Sportunterricht ist immer wieder ein besonders heikles Thema. Obwohl Mädchen und Jungen getrennt sind, musste sich Ute Brünn immer wieder mit muslimischen Eltern auseinandersetzen. Durchsetzen, dass die Töchter überhaupt Sport machen können. Besonders schlimm war es immer beim Schwimmen. Entweder gar nicht oder in voller Montur. Da gab es keine Diskussion. In der 10. Klasse gibt es keinen Schwimmunterricht mehr. Beim Badminton muss man keinen nackten Körper zeigen. Doch Probleme gibt es auch so. Wenn ich jetzt entdecken würde, dass ein Mädchen besonders talentiert im Bereich Badminton ist und ich würde das Mädchen darauf ansprechen, würde sagen, du hör mal, wir haben hier in Essen Badmintonverein, geh doch mal dahin. Dann ist es einfach so, dass die ausländischen Kinder, wie auch einige deutsche Kinder, wenig darüber äußern, warum sie das nicht dürfen oder nicht wollen oder nicht können, sondern die sagen mir dann eigentlich nur, nee, das geht nicht, Frau Brunn, ich habe keine Zeit. Und wenn ich dann frage, warum hast du keine Zeit, ja, da ist immer so viel zu tun. Aber konkret wird es da eigentlich nicht. Wir sind entsetzt darüber schon lange und erleben das ja auch immer wieder, dass wir ja auch immer belogen werden. Wir lernen auch nur kleine Ausschnitte kennen. Dadurch, dass wir manche Eltern kennen, wenn sie hier hinkommen, auch der von ihnen etwas hören, setzen sich für uns so Mosaiksteinchen zusammen. Wir hören was von Leuten, die hier im Stadtteil wohnen, von daher auch etwas mitbekommen. Wir informieren uns natürlich in den Schriften. Von daher haben wir Mosaiksteine, die etwas zusammensetzen. Es ist schwer, etwas über das Leben der arabischen Schülerinnen zu erfahren. Nur wenige trauen sich, offen zu sprechen. Brigitta Holford versucht immer wieder, über die verschiedenen Ansichten zu diskutieren. Jetzt geben wir uns mal 5 Jahre, vielleicht auch 8 Jahre. Was meint ihr denn, wie ihr dann leben wollt? Oder was meint ihr, wie dann euer Leben aussieht? Welche Vorstellungen habt ihr da? Ja, irgendwann, ja, wenn, dann werde ich arbeiten, dann irgendwann mal heiraten. Wie trefft ihr denn dann einen Jungen, wenn du den eigentlich nicht treffen kannst? Du musst ja einen Mann kennenlernen. Irgendwo musst du dich ja finden. Also zurzeit gibt es das bei uns nicht, dass ein Mädchen einen Jungen sieht, sagt, boah, ich will den unbedingt haben und geht mit ihren Eltern zu denen und sagt, ja, ich will den heiraten und so. Das gibt es eigentlich nicht. Die meisten Jungs, die sehen wirklich auch die Mädchen, also auf den Hochzeiten. Da, könnt ihr denn dann so einfach miteinander reden oder ist man da auch vorsichtig? Oder auch miteinander tanzen, darf man das? Ich war noch nie auf so einer Hochzeit. Klär mich mal auf. Also manche Eltern fragen erstmal, die sehen die, das Mädchen in der Hochzeit. Dann fragen die, den Jungen, willst du die haben, die ist so hübsch und so, die ist auch also respektlos, also die hat, Respekt, vernünftig und so. Und dann guckt er die erstmal in der Videokassette an und dann sagt er vielleicht ja oder nein. Und dann gehen die um ihre Hand anbieten und so. Anhalten. Ja, und dann
dann fragt er, ob die haben will. Und dann, wenn ja, dann lernen sie sich kennen und so, wie gerade gesagt hat Fatima. Wenn der Junge dann zu der kommt und der Vater sagt ja, also von mir aus ja, und dann fragt der auch das Mädchen, willst du den wirklich haben und so? Und dann sagt sie, ja, ich darf eine Woche also entscheiden. Und dann dürfen die sich also vor der Verlobungszeit also noch ein paar Monate miteinander reden. Was wäre dir denn bei so einem Jungen wichtig? Also, dass er auch eine Familie haben, also mit Familien umgeht, so gut mit Mädchen umgeht. So. Wie geht man gut mit Mädchen um? Ja, dass man die nicht schlagen soll und so. Und Respekt geben soll, also vertrauen soll und so. Wenn wir gerade vorhin gut zugehört haben, was Sarah und Fatima gesagt haben, wo man sich kennenlernt, dann ist das klar, dann lernt man ja eigentlich nur Leute aus dem eigenen Kreis kennen. Bei den Hochzeiten sind ja meistens keine anderen Leute eingeladen. Ne? Von daher ist das dann schon schwierig, jemanden überhaupt kennenzulernen. Die Schulstunde hat für Aufruhr gesorgt. Die direkten Nachfragen der Lehrerin und die offenen Antworten einiger arabischer Schülerinnen führten zu einem heftigen Streit in der Klasse. Frau, was ist jetzt nach dieser Stunde passiert? Ja, wir haben da irgendwelche Wogen hochkochen sehen. Die Mädchen, die drei Mädchen vor allen Dingen aus dem arabischen Bereich, die ganz ehrlich waren und gesagt haben, wie sie zu Hause eben helfen müssen, dass sie nicht rausgehen dürfen, dass sie ihre Männer nicht frei suchen dürfen, die sind ganz fürchterlich angegriffen worden von anderen arabischen, aber auch von den türkischen Mitschülern, die das Gefühl hatten, man würde deswegen schlechter dargestellt. Es ging also sehr um die Außenwirkung, wie wirken wir, unser Volk soll gut positiv dargestellt werden. Julia, die deutsche Schülerin, ist eine eher ungewöhnliche Liaison eingegangen. Sie hat sich in einen Moslem verliebt. Seit 2 Jahren ist sie jetzt mit Saleh zusammen. Die 17-Jährige ist zum Islam konvertiert, geht in den Koranunterricht und ist überzeugt vom muslimischen Glauben. Er ist gläubiger Moslem aus Palästina und ebenfalls hier groß geworden. Julia hat sich in den vergangenen Jahren ihrem Umfeld mehr und mehr angepasst. Ich bin in Essen-Katermeck aufgewachsen. Und neben uns, über uns, unter uns haben überall Ausländer gewohnt. Und die waren halt oft bei uns. Ich war auch oft bei denen und habe gesehen, wie die leben und wie die sich für ihre Religion interessiert haben. Und die haben mir halt viel auch darüber erzählt und dann habe ich mich immer mehr dafür interessiert. Und dann? Ja, dann habe ich angefangen, mehr über den Islam kennenzulernen, über Internet, über Freunden. Habe mir Bücher beschafft vom Islam und habe das gelesen und dann habe ich gemerkt, dass mich das wirklich interessiert und dass das meine Religion ist. Vorher habe ich mich nicht so festgelegt. Dann habe ich gedacht, dann bin ich halt zum Islam rübergetreten. Gibt es welche, die sagen, ja, die sind Moslem, aber die machen nichts, die gehen feiern, die gehen Alkohol trinken und so alles. Das sind auch gar nicht, die sind nur als Wort Moslem. Verstehst du, was ich meine? Aber jetzt, ich bin jetzt mit der zusammen und ich weiß ja, wie die ist jetzt. So, die macht, die zieht nicht so kurze Sachen an, so geht auch nicht feiern oder so was. So, ich habe das Mensch genommen. Ich hasse, wenn eine Frau feiern geht. Zum Beispiel. Ja, ich hasse, wenn eine Frau so übertriebene Miniröcke anzieht. So weit offen, baufrei, das hasse ich alles. Ja? Ausgesprochen. Ja, so wird das so ausgesprochen. Julia und Saleh wollen irgendwann heiraten. Bis es soweit ist, leben sie nach den strengen muslimischen Regeln. Keine Partys, kein Alkohol, kein Sex. Julia akzeptiert die Ansagen ihres Freundes, ist selbst von seiner Einstellung überzeugt. Das Problem ist, in Deutschland hier, die Mädchen haben so viele Freiheiten. So, die dürfen so, ich weiß nicht, so allgemein in Deutschland, man, als Frau so darf man, weiß nicht, keine Ahnung. Man darf einfach so viele Sachen hier machen, so. Ich finde, diese ganzen Diskotheken muss eigentlich zugemacht werden, ja, ganz ehrlich. Also, ich weiß nicht so, die machen sich selber schlecht, ich sag mal so. Ja, ich schäme mich nicht für mich selber, weil ich weiß, ich mache nichts und
ich bin sauber, sage ich mal so, aber ich schäme mich dafür, dass die anderen sich halt so dreckig benehmen. Also viele, nicht alle. So halt mit jedem, die haben immer jetzt, sage ich mal, die haben jetzt einen Freund, eine Woche später haben die Schluss und zwei Tage später haben die wieder einen neuen Freund. Und davon reden die dann direkt von Liebe. Die lassen sich selber verarschen von den Jungs. Und dann schlafen die auch direkt mit denen. Die Schule ist zu einem Ort des Kulturkampfes geworden. Brigitta Hollfort kämpft gegen die Widerstände ihrer Schüler und fordert den Dialog. Sie fragt nach Diskriminierung, Integration und Vorurteilen. Vor allem der Alltag muslimischer Mädchen ist ein wichtiges Thema. Die Fronten sind schnell klar. Ja, aber was sucht ein Mädchen ehrlich gesagt in der Disco? Ja, warum denn? Ja, mit wem sollten die Jungen tanzen? Ja, dann sollen sich da billige Weiber vom Puffen und sollen da tanzen gehen. Warum sind Mädchen, die einfach weggehen, sofort halt Schlampen? Also, keine Ahnung, warum denkt ihr einfach, dass die halt sofort sich von jedem begrapschen lassen oder so? Was sucht ein Mädchen in der Disco? Ja, ich meine, man kann doch auch mit Freunden dann da tanzen oder mal was trinken oder ja, so. Das heißt ja nicht... Für mich ist das nur Aufmerksamkeit. Die wollen nur Aufmerksamkeit von den Jungs haben von da. Ich war auch schon einmal in der Disco. Ich meine, und da war ich nicht, um jetzt hier irgendwelchen Typen meinen Arsch zu zeigen oder so. Ja, aber du kennst doch die Jungs. Die gucken überall drauf. Nein, ja, ist doch so. Wenn deutsches Mädchen unter Ausländern sagt, ich habe schon einen Freund seit 2 Jahren, habe schon mit ihm geschlafen, wird die sofort als Schlampe abgestempelt hier an dieser Schule, wird sofort ausgemustert und gemobbt. Woran liegt das? Wer sagt, dass sie denn gemobbt wird? Wer sagt denn, dass sie irgendwie als Schlampe bezeichnet wird? Nur weil die 2 Jahre irgendwie mit dem Freund zusammen ist? Ja. Es läuft doch gut, wenn so die Beziehung zusammen... So. Das ist was anderes. Erzähl hier keine Märchen. Das ist eine Deutsche. Das ist eine Deutsche, aber ich meine jetzt was anderes. Ich meine nach unserer Mentalität und nach unseren Mädchen. Wird das eine Schlampe sein? Ohne nicht verheiratet, nichts. Wie kann die denn einfach mit dem... Mein Wert steigert sich, wenn ich verheiratet bin? Ja klar, wenn warum? Bei uns ist einfach Sex eine Sünde, das geht nach dem Glauben. Aber wenn ich jetzt mit einem Freund irgendwie ein paar Monate oder Jahre verbringe, dann finde ich das in Ordnung, wenn ich dann verschiedene Partner habe. So. Ich sag mal so, viele muslimische Jungs, die nehmen sich die deutschen Mädchen, weil die denken, die sind ähnlich sauber und dass sie die muslimischen Mädchen nicht anpacken. Aber die machen die deutschen Mädchen auf Deutsch gesagt zu Schlampen, wie sie es so sagen. Ja, die lassen es schon mit sich machen. Ja, aber warum macht ihr das nicht jetzt mit einer Türkin oder Kurdin? Ja, willst du, dass ich abgekühlt werde oder was? Ja, aber... Ja, natürlich. Das ja, warum ausgerechnet mit einer Deutschen? Aber das ist ja das Ding, Mentalität. Ach so, die Mentalität, ja, sagen wir, du sollst mit einer Deutschen schlafen. Ja, so, hab ich gerade eben auch gesagt. Im Islam ist es genauso, dass der Mann auch nicht vor der Ehe Sex haben darf. Ja, ich weiß, natürlich. Ja, aber warum machen die Jungs das dann alle? Und wenn ein Mädchen das macht, heißt es direkt, die ist eine Schlampe und so? Weil der Junge dann unter seinem Aber als Player. Wie kann denn ein Mann als Schlampe gelten? Wie geht das denn? Wo gibt es einen Puffen Mann? Aber als dreckig kann ich ja dann genauso sagen. Der Junge, der ist dreckig, der hat auch schon mit Mädchen geschlafen. Wo ist der denn dreckig? Woran siehst du das denn an? Aber bei einer Frau siehst du das anders, den dreckig. Ja, so. Ja, wenn die nicht mehr Jungfrau ist, wenn ich schon mit einem Typen hatte. Ist ja auch keine Meinung. Ja, und warum hat er dann keinen Respekt vor den deutschen Mädchen? Habt ihr keinen Respekt vor unserer Kultur? Natürlich finde ich das auch scheiße, dass die Deutschen so abgestempelt werden. Denn es gibt genug auch ausländische Mädchen, die so sind, die sich so verhalten. Also sag nicht direkt, greif mich nicht selber persönlich an. Ich verstehe nicht, was du meinst. Und da gebe ich dir auch vollkommen recht. Warum sehen wir eure Kultur schlecht an und wir haben keinen Respekt davor? Das ist doch eure Kultur. So sehe ich das. Das ist doch eure Kultur. Wenn eine Frau mit einem Mann schlafen darf, das ist doch eure Kultur. Du hast doch gerade selber gesagt, das ist normal. Ja, aber warum würdest du das nie mit einem muslimischen Mädchen machen, aber mit einem deutschen Mädchen? Wenn man sich mit der macht, was willst du denn machen? Weil wenn man mit einem muslimischen Mädchen, sag ich mal, schläft und irgendwie sie entzündet hat, dies, das, dann ist das so, dass die Eltern das als Schande ansehen und die Ehre ist befleckt. Wir müssen das alles sauber machen. Entweder der heiratet sie und wenn nicht, dann zwingen wir ihn und wenn nicht, dann knallen wir den ab. Dann ist die Ehre wieder sauber und wir knallen auch sie ab. Was mich mal interessieren würde, definier mal Ehre. Erklär mal. Ehre? Mhm. Also für mich persönlich ist Ehre, was soll ich das sagen, ja? Ehre ist eigentlich mein Leben, ganz ehrlich. Ja, was soll ich das erklären? Kann ich nicht lesen, ich weiß nicht. Okay.
Im Namen der Ehre. Deutsche Mädchen sind Schlampen, muslimische Mädchen sauber. Das Vokabular markiert die Trennungslinie deutlich. Die Kommunikation ist gestört, gegenseitiges Verständnis schwierig. Alles Deutsche ist schlecht. Das musste sich Brigitta Holford immer wieder anhören. Ich habe das Gefühl, dass sich die ausländischen Familien gar keine Gedanken darüber machen, wie wir leben. Die haben ihre Vorteile im Kopf. Die sind sehr negativ. Bei uns gibt es kein Familienleben. Bei uns hält man nicht zusammen. Die Sexualität, das haben Sie auch gehört. Und viele andere Dinge. Ne? Unsere Frauen sind ganz schlecht. Von daher kennen die die Wirklichkeit gar nicht. Sie kennen ja keine einzige deutsche Familie. Die muslimischen Jungs lernen früh, sich mit Fäusten durchzusetzen. Viele kennen Gewalt von zu Hause. Der Druck auf die Migrantenkinder ist massiv. Wer nicht nach den strengen Regeln lebt, hat wenig zu lachen. Ziel der Erziehung ist es, die Jungen stark zu machen. Sie sollen diejenigen sein, die das Sagen haben. Eine Einstellung, die gerade für die weiblichen Lehrkräfte immer wieder eine Herausforderung bedeutet. Wir müssen uns mit absoluten Matschmännern auseinandersetzen. Sowohl Vätern, großen Brüdern als auch unseren eigenen Schülern. Wir werden also ständig in unserer persönlichen Ehre, dieses Traumwort, was wir da ständig hören, unsere persönliche Ehre wird ständig angegriffen. Man versucht uns wie Salamischeibchen auf Weise aufzuschneiden. Wir müssen also ständig unsere eigene Person auch schützen. Wir müssen lernen, sehr entschieden aufzutreten und ganz klar zu zeigen, wer sind hier die Leute, die das Sagen haben und nicht die Schüler und auch nicht Eltern, die gar nicht wissen, was hier in der Schule abläuft. Das nimmt eine ungeheure Kraft in Anspruch und braucht auch ein ungeheures Selbstbewusstsein. Das kann aber nicht jeder aufbringen. Zohri ist in Essen aufgewachsen, aber sehr von der kurdischen Herkunft geprägt. Der 16-Jährige würde nie seine familiären Wurzeln in Frage stellen. Für viele muslimische Jugendliche eine zwiespältige Erfahrung. Was ist Heimat? Fühlen Sie sich als Deutsche? Nee, ich fühle mich nicht als Deutscher, ganz ehrlich nicht. Also ganz aber ehrlich, ich fühle mich als Deutscher. Also ich fühle mich als Hälfte Deutscher, Hälfte Kurde. Nee, weil irgendwie, ich bin in der kurdischen Kultur aufgewachsen und ich kenne zwar die deutschen Sitten. Wo bist du denn in der kurdischen Kultur aufgewachsen? Natürlich, du bist hier in Deutschland aufgewachsen. Ja, aber was hat das denn? Was reden wir zu Hause? Kurdisch. Wie leben wir zu Hause? Kurdisch. Was essen wir? Kurdisch. Du hast die Kultur von deinen Eltern mitgekriegt und von denen halt so erzogen bekommen. Aber du hast die Kultur nicht selber hier in Deutschland erlebt. Natürlich wenn nur erlebt, als, ja. Und wenn ich lebe doch zwischen meiner Familie, die diese Kultur lebt. Was redest du? Ja, natürlich. Wir haben immer noch unsere Sitten und Gebräuche hier. Ja, normal. Weil wir jetzt in einem anderen Land leben, irgendwie die Luft anders ist und weiß ich nicht, die Menschen irgendwie andere Hautfarbe haben, andere Augenfarbe. Heißt das irgendwie jetzt, du musst irgendwie genau nach ihrer Kultur gehen? Ich kenne die Kultur, aber ich muss nicht in der Kultur leben, weißt du was schon? Ich war jetzt auch in den Sommerferien da bei uns im Dorf. Und da geht man, steht man morgen früh auf, um 5 Uhr morgens, weckt, nimmt da die Kühe, bringt die da irgendwo, was weiß ich wohin. Und dann läuft man da ein bisschen rum und schon ist wieder Abend und holt man die Kühe wieder rein. Und das war's. Und da gibt es zwar Schulen, aber da schafft man halt nichts so. Und da denke ich so, habe ich hier mehrere Möglichkeiten, was aus mir selber zu machen. Ist einfach besser. Was ich gut an Deutschland finde, ist erstmal die Bildungsmöglichkeiten, sind die Bildungsmöglichkeiten, dass uns eigentlich so viel angeboten wird. Und ja. Die Bildungsmöglichkeiten und weiß ja, ich und? Und weiter? Ja, dass man hier einfach nur Geld machen kann. Ist so. Ja, das ist einfach nur eigentlich, ja, man kann einfach nur Geld machen und man kann hier für die Zukunft aussorgen. Die beiden werden wohl einen höheren Schulabschluss bekommen. Doch das ist die Ausnahme. Kaum ein Migrantenkind an einer deutschen Hauptschule hat eine Perspektive. Und die Leute hier, meine Kinder, sie haben keine Zukunft. Mit Schule habe ich Schluss. Sehr wenig, sie haben kein Interesse. Mit Ausbildung auch nicht, aber die Zukunft ist fast zu. Also was machen die Leute? Sie arbeiten in Schwarz? Das kann nicht sein. Ich bin pessimistisch, sehr einfach. Ein neuer Schultag. Brigitta Holford hat sich daran gewöhnt, dass sie sich seit einigen Jahren in der Schule immer weniger mit Lernstoff, sondern mehr und mehr mit Vorurteilen auseinandersetzen muss. Im Fernsehen etwas kommt, wenn irgendwas passiert, irgendwie an einem Flughafen, irgendwie eine Bombe, dies, das sind immer, ja, ein Araber, ein Islamist.
radikaler Islamist. Da wird immer der Islam schlecht dargestellt. Das erstmal die Sache. Und dann werden nochmal die Ausländer weggetrennt. Ich kenne viele alte Leute, die wollen nicht, dass Ausländer hier leben. Wieso? Wieso? Was haben wir gemacht? Sag mal bitte. Die nehmen uns halt nicht an. Die nehmen uns nicht an, so wie wir sind. Wir wollen mit unserer Kultur. Integrieren heißt anpassen, aber du sagst, das ist deine Kultur. Deutschland heißt, dass du auch mit der deutschen Kultur zurechtkommst. Ja, natürlich, ich komme damit zurecht, aber ich muss ja nicht in der Kultur leben, ist ja nicht so. Integrieren heißt eigentlich. Ich muss ja nicht in der Kultur leben, ich habe doch meine eigene Kultur, ich kann nach den Gesetzen leben. Ja, dann bist du nicht integriert. Natürlich bin ich integriert, woher willst du denn wissen, was ich nicht integriert bin? Also die Mentalität. Auch das muss man jetzt mit Leben füllen. Das ist ja ein Wort. Nur. Das muss jetzt mit Leben füllen. Was ist das Unterschiedliche? Ich persönlich fühle mich an dieser Schule wie ein Ausländer. Warum? Du bist ein Deutscher, warum bist du wie ein Ausländer? Ich bin jetzt in der 9. Klasse, also letzte Klasse, war ich in einer Klasse, da waren wir glaube ich 4 oder 5 Deutsche und der Rest waren alles Türken, Libanesen etc. Ja, wir meinst du damit, ne? Ja. Ich habe gesagt, wer alles in der Klasse war. Ja, ich war in der Klasse. Ja. Ich fühlte mich in der Unterzahl und das an einer deutschen Schule. Ja, was sollen wir damit machen? Wir leben hier. Wir können jetzt nach Türkei gehen. Willst du, dass wir da hingehen oder was? Ja, natürlich will er das. Ja, ist so gut. Natürlich will er das. Welcher Deutsche will denn? Also die meisten denken ja, ich bin der King, ich bin's, ich bin der Pimp von euch, ne? Wenn man sich das dann gefallen lässt und sich nicht behauptet, ne, ihr versucht dann uns zu mobben und wenn man dann mal was sagt, dann rastet ihr sofort aus und schlagt zu. Habe ich oft genug erlebt. Und wenn man sich das dann gefallen lässt, dann wird man ein richtiges Opfer. Wenn man sich nicht durchsetzt, hat der Sebastian schon recht, ja. Dann wird man irgendwie als Opfer angesehen, du bist scheiße, dies, also bist schwach. Aber wenn man sich durchsetzt, ein bisschen zeigt, dies, das, dann ist man halt etwas, ist man auf einer höheren Basis und... Wenn man irgendwie nicht zurückschlägt, wenn man nett sein will, dies und das, man möchte reden, oder wird man irgendwie, stimmt, hat recht, wird man als Opfer angesehen. Aber meistens trauen sich die Deutschen auch gar nicht erst in der Klasse, wo dann die Überzahl Moslems sind, trauen sich auch gar nicht erst zuzuschlagen. Weil ich habe das auch schon erlebt, dann wird ein Moslem von Deutschen richtig hart zusammengeschlagen. Ja, und dann kommt er vor der Tür von der Schule und dann stehen da 20 Türken und wollen den hauen. Das machen die Deutschen nicht. Weil die Deutschen irgendwie, ich denke mal, weil die irgendwie von den, vielleicht wurden die irgendwie von den Eltern nicht mit einer harten Faust erzogen oder so, wurden nicht geschlagen und deswegen denke ich mal. Ja, wir müssen ja sofort zu 20 kommen und sagen nicht, ja komm, dann hau ich dich morgen nochmal alleine. Warum müssen die sofort in die Überzahl kommen? Ja, ich denke mal, Gewalt wird nur als Abschreckung dargestellt, also es dient nur zur Abschreckung und irgendwie, wenn ein Kind irgendwas falsch macht oder Fehler begeht, dass man ihn schlägt und dann dass die Mentalität dann heißt, ja, der hat jetzt Angst und macht sich noch einmal. Und dann mit dem Töten, das meinen sie, glaube ich. Gewalt an den eigenen Kindern. Das weiß Brigitta Hollfort, ist eine ganz entscheidende Erfahrung vieler ihrer muslimischer Schüler. Und noch etwas ist anders geworden. Früher, sagt sie, als sie als junge Frau zu unterrichten anfing, gab es das nicht, dass ihr muslimische Väter nicht die Hand reichten oder sich weigerten, mit ihr zu sprechen, weil sie eine Frau ist. Sie muss sich inzwischen sehr genau überlegen, ob sie das Gespräch zu den Eltern von sich aus überhaupt noch suchen soll. Wenn ich sie darauf hinweise, dass ihre Kinder ein Fehlverhalten im Unterricht haben, die stören, sind frech, respektlos zu uns, erfüllen ihre Aufgaben nicht, vergessen Sachen, vielleicht sogar sind so schlecht, dass die Versetzung gefährdet wird und so weiter, dann kann es mir einmal schon auch passieren, dass ich angegriffen werde, aber meistens bekomme ich mit, dass die Schüler zu Hause Gewalt erleben. Und zwar so eine brutale Gewalt, wie man sich das nicht vorstellen kann. Da wird also mit Gegenständen auf die Kinder eingeprügelt. Bei einem Schüler hieß es regelmäßig, der ist die Treppe runtergefallen. Der konnte dann tagelang nicht kommen, weil er wirklich nicht laufen konnte, blaue Flecken hatten. Bei einem anderen Schüler habe ich erlebt, dass die Mutter ihn eine ganze Nacht vor der Haustür hat schlafen lassen. Da fragt man sich irgendwann, kann ich überhaupt noch mit Eltern da gemeinsam arbeiten? Darf ich die überhaupt ansprechen, wenn das solche Auswüchse annimmt? Aber es ändert sich natürlich nichts am Verhalten des Kindes. Das ist ja der irrige Glaube, ne? Wenn ich mit Gewalt antworte, dann hat er Angst vor der nächsten Schläge. Das haben die nicht, ne? Es geht genau so weiter, ne?
Die hitzige Diskussion in der Klasse ist beendet. Doch die Gräben zwischen beiden Seiten sind eher tiefer geworden. Und Sebastian musste wieder einstecken. Als ich erzählt habe, was so den ganzen Schulalltag abläuft, dann wurde ich sofort, sobald sie weg waren, sofort als ausländerfeindlich, als Rassist, sofort abgegrenzt. Und die wollten dann auch nicht mehr mit mir reden, haben mich schräg von der Seite angeguckt. Also ganz schrecklich. Sofort wieder von allen Seiten attackiert worden. Ich denke mal, die wissen nicht, damit umzugehen. Wenn jemand das sagt, was er denkt. Ne? Ich sage, das merkt man im Alltag, wenn jemand sagt, das, was er denkt, auch wenn es verletzend klingen sollte. Mit Abwehr, Schläge, Drogen, ist so. Ja, ich sehe das genauso, weil sobald man irgendwas sagt oder so, oder was auch am Anfang der Fall war, wenn sie auch sofort gesagt haben, Rassist oder so, dann sagt, guck dich doch mal an, du bist doch selbst der Rassist, ja, dann wissen sie nicht weiterholen aus und kriegst direkt was auf die Fresse. Anders läuft das gar nicht. Und da haben die meisten halt Angst, ihre Meinung zu sagen. Die Folge, Sebastian zieht sich zu Hause in der familieneigenen Kneipe zurück. Der 16-Jährige will nur noch die Schule beenden und sich dann einen Ausbildungsplatz im Elektrobereich suchen. Nach der Schule, meint er, wird er ohnehin nie mehr Kontakt zu den ehemaligen muslimischen Mitschülern haben. Sebastians Mutter fragt sich immer noch, was schiefgelaufen ist. In der Familie habe es immer viele ausländische Freunde gegeben. Doch auch sie weiß nicht weiter, weil sie immer wieder erlebt, wie schwer es ist, die Konflikte zu lösen. Ich habe versucht, mit einigen Eltern Kontakt aufzunehmen, von den ausländischen Mitbürgern, bin aber leider nicht durchgekommen, weil die kein Deutsch sprechen. Und da kann man sich schlecht verständigen. Mit den Lehrern, ja gut, die Lehrer versuchen ihr Bestes, haben auch mehrere Einladungen geschickt, dass die Eltern mal zur Schule kommen, dass wir da versuchen, die Konflikte zu lösen. Teilweise sind sie gar nicht aufgetaucht. Woran es liegt, weiß ich nicht. Vielleicht ist es denen egal, ich weiß es nicht. Nur ich finde es traurig. Viele Deutsche ziehen aus dem Stadtteil Karnap weg und versuchen, ihre Kinder auf andere Schulen zu schicken. Doch das wäre für Sebastian wie eine Flucht. Das letzte Jahr will er noch über die Runden kommen. Das ist traurig, das ist frustrierend. Könnte man sich in eine Ecke setzen, könnte man holen. Nur es bringt ja nichts. Ich sage, ich kann nur immer mit meinem Sohn sprechen, mit meiner Tochter sprechen, dass sie versuchen, anders damit umzugehen, dass sie die Leute ignorieren, dran vorbeigehen. Aber manchmal ist das einfach nicht möglich, weil die Kinder traktiert werden, förmlich. Und da müssen die Kinder sich wehren. Es geht nicht anders, weil wenn sie aufgeben und sich nicht wehren, kriegen sie doppelt und dreifach. Dann ist das noch schlimmer. Ich glaube, es müsste auch offener geredet werden über die Probleme. Wir hören doch nur Schönrederei. Ach, das ist doch alles gar nicht schlimm und die Leute sind doch integriert und die leben doch hier ganz normal. Und so. Das ist ja nicht so. Es müsste offen geredet werden. Wenn wir mit Schule ein Problem mit diesen Schülern haben, das liegt nicht daran, dass wir unfähig sind, wie das so gerne dargestellt wird. So ein Blödsinn. Wir können nicht die ganze Welt heilen. Und Erziehung ist auch nicht nur unsere Aufgabe. Es ist bestimmt eine Aufgabe, aber nicht nur unsere. Wir müssen sagen, wo sind die Probleme.